Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario und Rabbids. In der letzten Folge haben wir Prima Paletti betreten, nachdem wir am Riesengumba besiegt haben. Und heute schauen wir, dass wir die Quest anfangen. Ich glaube, wir müssen in die Richtung, oder? Ich drücke die falschen Knöpfe, bin ich dumm? So, wir müssen jetzt erstmal zu Tristans Haus. Tue ich das hier, oder? Tristans Haus über die Brücke und dann geradeaus. Falls ihr an dieser fiesen Kreatur vorbeikommt. Okay, interessant. Ich muss erstmal meine Leute wieder heilen, wie es ausschaut. Drei Gegner besiegen. Also gesagt, drei Heilers besiegen. Let's go! Guck mal den hier. Okidoki. Ja, ist er sich bewegt, kriegt auf die Fresse. Interessiert, was hast du? Schleim. Mach mal einfach das hier. Okay, zwei, erster schon mal down. Nochmal den hier. Ah, die können so ein Schutzschild dran machen. Okay, die können also auch den Peach-Schild dran machen. Aber auch nur für die eine Runde jetzt, oder? Das wollte ich nicht. Ich wollte zwar auch mal auf ihn schießen. Meine Fresse. Beide schon mal down. Power.
Und bitte, bitte, tschüss. Es hat gereicht. Perfekt. Gewonnen. Es hat funktioniert. Perfekto. Finde den Geheimgang. Wir haben einen neuen Spark bekommen. Okay. Okay, wir müssen in das Haus rein, wie es ausschaut. Mal schauen, was mich da drin jetzt erwartet. Wahrscheinlich jetzt ein dreistöckiges Gebäude, was von außen größer ist, innen größer ist als außen, ne? War ja so klar. Naja. Unser Weg zum Dorfplatz wird von einem Abgrund unterbrochen. Was bringt uns diese Abkürzung überhaupt? Könnte da mal jemand Licht in die Sache bringen? Da erscheine ich wohl im genau richtigen Augenblick. Funkel? Ich dachte, wir hätten dich auf Strahlestrand verabschiedet. Habt ihr auch, aber wegen dem ganzen Gerede über Sparkjägerin erscheint es mir sicherer, bei euch zu bleiben. Also bin ich euch gefolgt. Ich will euch nicht zur Last fallen, aber wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich sehe das Licht! Und noch andere Dinge. Das haben wir wohl Funkel zu verdanken. Plötzlich erscheint mir der Weg über diesen Abgrund gar nicht mehr so finster und unheimlich. Die Scan-Kraft von Beeper enthüllt oder verweist auf Hinweise oder Details, die für die Helden unsichtbar sind. Haltet ZL, um sie einzusetzen. Interessant. Wir müssen hier runter. Easy. In meinem Bemühen, die Gedichte des Wächterpoeten Tristan für die Helden zu übersetzen, habe ich tausende seiner Werke studiert. Es ist mehr als nur eine Ansammlung rhythmischer Verse. Ich fand sie kraftvoll, ja, bewegend. Mit jedem prosodischen Akzent konnte ich meinen Neurotransmitter erweitern und neu verknüpfen. Es gibt nur wenige Dinge, die so sehr zu meiner emotionalen Bildung beigetragen haben wie die Poesie. Vielleicht sollte ich eines Tages selbst Gedichte schreiben. Ja, das musst du entscheiden. Das musst du selber entscheiden. Schicht im Schacht. Da ist eigentlich Stufe 17. Sind wir nicht schon Stufe 17 jetzt? Ja, sind wir. Diese O-Keller besiegen, hä? Schockempfindlich. Grüße, Weise. Na, noch mal den hier. Yeah. Weißt du, Wasser unempfindlich sind? Niemals Feuer. Thank you.
Hol mal den hier. Siebenhundertzehn Schaden und die ziehen noch Leben ab. Das ist kacke. Das ist übel. Die sind schockempfindlich, war es ja richtig? So. Viel zu leicht. So. Es sind zwar wasserunempfindlich, aber ich kann ja trotzdem probieren, abzuspringen. Ich habe nicht mal darüber gedrückt. Perfekt, Peach. Danke dafür, dass du einfach rübergezogen hast. Hoch mit dir. Hol mal den hier. Ja, Peach ist down. So, haben wir den hier. Habe ich keinen mehr. Fuck. Nur noch Mario. Perfekt, wir haben's. Hihi.
So. Muss mich verarschen? Fuck, das wird jetzt übel. Ja gut, ich sterbe jetzt. Ich brauche irgendwie... Müssen wir irgendwie schauen, was wir machen. Ja, das wird übel. Nee. Nix in Reichweite, gar nichts. Komm, wir haben es jetzt, bitte. Ja. Boah, Alter, wir haben es geschafft. Danke, Game. Wir haben es hingekriegt. Mhm. Okay, jetzt ist hier unten schon wieder so ein Rätsel. Schieberätsel, ne? Okay, what? Irgendwas muss hier noch sein. Perfekt, das war sogar richtig, was ich getan habe. Sehr richtig. Gut. Dann schauen wir mal hier hoch. Jetzt dürfen wir beim Baum sein, der diese komische Tentakel-Ding hat, richtig? Ja, wir haben den Hauptplatz erreicht. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir den Hauptplatz erreichen. Ciao. Euer Gladius.